Biskuitroulade gewünscht und ich konnte mich zunächst nicht entscheiden, mache ich jetzt eine mit Banane drin oder mit Kirschen. Erdbeerzeit ist ja im Moment so gar nicht und da habe ich gedacht, mache ich einfach eine Eigenkreation und tue von beidem ein bisschen rein, mache es eine Kiwa-Roulade. So, los geht's. Hier sehen wir jetzt zunächst, was wir dafür brauchen. Zunächst natürlich Mehl und Zucker, das braucht man ja immer. Außerdem Eier. Wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Bananen und Kirschen, das soll ja eine Kiwa-Roulade werden. Dann brauchen wir Stärke, Schlagsahne, Vanillezucker, Backpulver, Schokolade zur Verzierung und Schoko-Crispies habe ich jetzt hier. Irgendwelche Schokoflocken, Schokostreusel, sowas in der Art. Los geht's mit der Biskuitroulade. Als erstes machen wir natürlich den Teig. Der ist eigentlich total simpel. Wir mischen einfach die 4 Eier mit 125 Gramm Zucker und schlagen das Ganze schön schaumig. Sollte das Ganze ungefähr so aussehen, richtig schön schaumig. Und jetzt habe ich hier drin die 60 Gramm Mehl, Stärke und das Backpulver gemischt. Das sieben wir jetzt zu dem anderen Teig und heben das dann unter. Wenn ihr damit fertig seid, gebt ihr einfach den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, streicht es einigermaßen glatt und schiebt es dann bei 200 Grad in den Ofen.